Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Spitzengespräch. Toll, dass Sie dabei sind. Wenn ich einen deutschen Politiker auf den Mond schießen könnte. Ja? Ich würde eine ganze Partei auf den Mond schießen. Dass ich nach dem Studium erstmal in die CDU eingetreten bin. War ein Fehler. Knuddelzwang. Fehlt mir. Als Christian Lindner die Jamaika-Verhandlungen damals fluchtartig verließ. Was für ein Scheiß. Sie haben so richtig geraucht. Aber oder? Volle Kante. Von allen Grünen geht mir am meisten auf den Senkel. Ja? Dass ich mit Studien im Arm besser einschlafen kann als mit einer Frau im Arm. Ist gelogen. Rote Socken. Stehen mir nicht. Wer wäre der bessere Bundeskanzler? Armin Laschet oder Markus Söder? Dietmar Bartsch. Viele haben Angst vor Saskia Esken. Sie auch? Ich weiß nicht, ob die kicken kann. Okay. Also vor Markus Söder habe ich nur wirklich gar keine Angst. Küken. Sieht goldig aus. Wo ist Habeck eigentlich? Habeck hätten wir auch im Angebot, aber muss man ja nicht bringen. Doch, den nehmen wir mal als Stürmer. Das heißt, das hier sehen wir, was wir hier mit unserem Büroschredderer vorführen, ab nächstem Jahr versprochen. In Deutschland. Nicht mehr. In Deutschland. Alkohol in der Politik. Wird unterschätzt. Dass viele Wessis im Osten noch immer als arrogant bewertet werden. Das sehen Sie an mir. Ich kenne das eben aus eigenem Erleben, wenn du die falschen Turnschuhe hast. Wenn ich die Abschiedsrede auf Verkehrsminister Andreas Scheuer halten müsste. Dann wäre mir das ein Fest. Dass ich Olaf Scholz noch im Herbst 2019 für den Totengräber der Sozialdemokratie hielt, einen sofortigen Ausstieg aus der Großen Koalition gefordert und ein Bündnis mit der Linkspartei angestrebt habe. Waren wichtige Fehler und Jugendsünden. Inhalte überwinden. Wir haben sehr viel über Inhalte gesprochen und werden das auch. Aber gar nicht über meine, die mir wichtig sind. Nicht? Nee. Das ist ja ein Äffchen. Warum könnte der da drin sein? Der allerschlimmste Macho und Chauvi damals im rot-grünen Bundeskabinett unter Kanzler Gerhard Schröder war? Gerhard Schröder. Und bei den roten Brüllaffen war es so, dass ich mir überlegt habe, welcher Politiker es mit roten Brüllaffen aufnehmen kann. Und da bin nur ich mir eingefallen. Das letzte Mal gekifft habe ich. Ach. Greifen Sie zu. Ist auch nicht so gut für den Körper. Habe ich einen schwarzen genommen jetzt eigentlich? Ja, ne? Ja, wir könnten aber auch gerne noch Philipp antworten. Danke, ja. Wollen Sie gar nicht. Habe ich gehört, schon mal. So. Würden Sie sich selbst als Feminist bezeichnen? Ich wehre mich gegen festgefügte Rollenbilder bei Männern und bei Frauen. Habe ich jetzt nicht verstanden. Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer schon. Gut.